Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute geht es um den Teil 2 äh, von der Firmware von Ricardo Kussmann und zwar aus Chile. Ich habe euch ja das letzte Mal den äh, Tracker, den LoRa APS Tracker vorgestellt und heute stelle ich die iGate Software von ihm vor. Die iGate Software läuft hier auf diesem altbekannten TTGO äh, LoRa 32V. Läuft natürlich auch noch auf andere Boards, das zeige ich euch aber später. Jetzt erstmal grundsätzlich, was die Hardware betrifft. Dazu werde ich euch noch ein bisschen was erklären. Und zwar an den optionalen äh, Anbauteilen sozusagen. Also, was kann man da so dranhängen? So, das iGate natürlich. Ähm, empfängt die Tracker-Positionsdaten und leitet sie ins Internet weiter. Das ist jetzt mal so als grundsätzliche Geschichte. Aber seine Allgate-Software hat mehrere Station-Modes. Aber auch das erkläre ich euch dann gleich an der PC-Kamera genauer. Da schauen wir uns das mal als Übersicht auf seiner GitHub-Page an. Aber jetzt gucken wir erstmal nach der Hardware. Was kann man da alles sonst noch so dran schließen? Ihr seht schon hier, ich habe hier so zwei Teile dran. Und zwar, es gibt die Möglichkeit einmal den BME 280 Sensor für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck hier äh, an das Board zu installieren. Seine Software unterstützt diesen auch und zeigt das auch hier im Display sehr gut an. Und natürlich bei APS-FI, beziehungsweise äh, wird auch weitergeleitet ähm, in den, zu den APS-Servern, äh, wird dann bei APS-FI angezeigt. Die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck, äh, wo der Sensor weitergibt, die Daten hier an das iGate. Das funktioniert auch wunderbar, erscheint dann dort. Ähm, in dem Fall als weißes L in einem blauen Kreis, wenn man den BME aktiviert hat in der Software, das zeige ich euch aber alles dann auch noch. Wie gesagt, jetzt erstmal Hardware. Jetzt haben wir hier so etwas, das habe ich selber gebaut. Das ist ein Spannungsteiler. Und zwar einmal an der Plusleitung an der ich zeige euch gleich, was dran hängt. Und zwar, das ist ein Spannungsteiler zum Messen einer externen Batterie bis zu einer Spannung von 15 Volt. Natürlich kann ich jetzt hier, ich habe jetzt hier eine 12 Volt LiPo äh, 4 Batterie dran. Ich kann euch das ja mal zeigen. Hier, das ist hier so eine größere Batterie. LiPo ne? 4 7 Ampere Stunden, also jetzt, die sind jetzt nicht riesengroß, aber ich, ich habe die hier, wie gesagt, angeschlossen. Man könnte jetzt hier zum Beispiel einen Verbraucher noch dranhängen oder äh, Solarladung dranhängen und dann würde, könnte man das mit dem ähm, igate die Spannung könnte man dann messen. Jetzt ist es natürlich so, man kann natürlich nicht die 12 Volt hier an das Board anschließen, dann würde das gegrillt werden, das würde zu Staub zerfallen, ja? regelrecht also sprichwörtlich. Deswegen. Alles, was ich euch jetzt hier so zeige, auch mit dem BME 280, passiert natürlich auf eure eigene Verantwortung. Ja? Ähm, wenn euch der Finger abfällt beim Anschließen oder ihr kriegt Verbrennung oder ihr grillt euer Board, seid ihr selber dafür verantwortlich. Ich zeige euch jetzt nur so, wie ich es gemacht habe und wie es funktioniert. Wenn es bei euch nicht funktioniert und das Board geht kaputt, bin ich dafür nicht verantwortlich. Ne? Das muss ich halt hier leider heutzutage so sagen hier. Ja, einen Spannungsteiler muss man da dazwischen schalten. Und zwar einmal mit 100 Kiloohm, mit einem 100 Kiloohm Widerstand und einem 27 Kiloohm Widerstand, die man hier jeweils mit Plus und Minus verbindet auf der einen Seite. Die andere Seite werden, wird dann zueinander verbunden. Und dann geht hier ein Kabel von der Verbindung zu dem Pin. 34, das ist ja hinten gekennzeichnet, und man braucht natürlich noch GND von der Batterie zu GND, also äh, negativ von der Batterie zu GND des Boards. Und dann wird im Grunde die Spannung der Batterie, der externen Batterie, angezeigt. Wozu jetzt das Ganze? Warum sollte man das tun? Oder warum gibt es diese Option? Ähm, das sich anzeigen zu lassen. Also man kriegt es nicht nur in dem Display angezeigt, sondern auch bei APSFI. Ne? Also es wird auch die Daten von der externen Batterie, die Spannung wird natürlich übertragen. Ja? Wozu könnte das nützlich sein? Das kann natürlich nützlich sein, wenn man so ein IGATE Off-Grid betreibt. Das heißt mit einer Solarladung, Laderegler und so weiter, äh, den man dann hier an so eine Batterie anschließt. Oder ähm, ein DigiPeter, ja, der off-Grid funktioniert, das heißt, ohne Anschluss ans Festnetz hat man dann hier noch gleichzeitig eine Überwachung äh, der Versorgerbatterie. Das ist eigentlich der Sinn dahinter und das finde ich wieder eine ganz geniale Geschichte, dass man äh, daran auch gedacht hat. Wichtig ist, ihr müsst natürlich einen Spannungsteiler, weil ihr könnt hier keine 12 Volt auf den PIN draufgeben, auf dem PIN 34 logischerweise. Durch den Spannungsteiler müsst ihr es erreichen, dass weniger wie 3,3 äh, wie, wie 3, 3 Volt ist so das Maximum, was so ein PIN aushält. Man sollte allerdings unter 3 Volt sein. Ich bin jetzt hier mit meinem Spannungsteiler von 100K, 27K Widerstand auf 2,8 Volt. Das ist auch genauso richtig mit diesem 100K und 27K Widerstand. Das ist übrigens auch auf der GitHub-Page beschrieben. Zwar nicht so ganz eindeutig, aber das zeige ich euch gleich. So, jetzt ist es halt so: Man kann das natürlich auch noch in der Software anpassen. Und zwar, ich habe natürlich die Widerstände gemessen. Die haben zwar natürlich ne, nach Bezeichnung die jeweiligen Daten, jetzt 100K und 27K, aber nach gemessen hat der eine 26,8 und der andere 100,4 Ohm Widerstand, also Kilo -Ohm Widerstand. Das kann man dann zur Messgenauigkeit natürlich auch noch in der Software dann auch noch anpassen, wenn man das dann mit dem Multimeter einfach nachgemessen hat. Das muss man sich merken und dann tut man das in der Software dementsprechend, ähm, ja, um ändern um noch mehr Messgenauigkeit zu haben. Das Ganze funktioniert bis 15 Volt maximal. Ja? Also bis zu einer 15 Volt, äh, oder 15 Volt Batterie gibt es ja nicht, aber 12 Volt, 13 Volt ne? ist ja normal. Und ja, das funktioniert wirklich tip top. Ihr seht das wie gesagt einmal hier auf dem Display und genau das, was natürlich auf dem Display erscheint, erscheint auch bei APRS.fi das können wir hier mal machen. Hier ist mein iGate. Und dann äh, kann man sich das mal angucken. Hier steht äh, LoRa APS iGate plus WX. Das ist das L in dem blauen Kreis, weil ich den BME äh, natürlich aktiviert habe. Das sieht man dann hier: die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck. Und man sieht einmal die Batteriespannung des Boards. Ja, das ist, wenn eine Batterie oder wenn, wenn eine Festspannung anlegt, wird hier angezeigt. Und dann haben wir, wenn es denn in der Software auch aktiviert ist, eine externe Batteriespannung von 13,13 ,13 Volt. Das ist jetzt sozusagen dann die Versorgerbatterie von dem iGate, wo hier angezeigt wird. Also ganz, ganz feine Sache. Wenn ihr das jetzt rein off-grid macht, Habt ihr ja dann von der, von der Versorgerbatterie, wo ihr dann per Solar aufladet oder wie auch immer, habt ihr dann einen kleinen Konverter äh, auf die Versorgungsspannung des Boards, entweder auf diese 5 Volt oder die 3,3 Volt hinten am Festanschluss. Und, aber hier könnt ihr dann nochmal die, Ver die Versorgerbatterie nochmal extern messen, könnt ihr euch das anzeigen lassen. Und das ist doch eine absolut coole Sache, wie ich das finde. Gerade wenn man solche ähm, I Gates oder Digi-Repeater äh, kann man ja auch dazu einstellen, ähm, off-grid betreibt. Ja, das äh, ist schon mal wirklich eine feine Sache. Wie gesagt, ich habe das jetzt hier mal auf einer Lochrasterplatine mal so testhalber aufgebaut, funktioniert auf Anhieb. Ich habe dann nochmal den Widerstand nochmal genau gemessen, habe den an der Software angepasst und so kam tatsächlich. Ein, äh, ein extrem genaues, also ich, wie ich das finde, für, für diesen fliegenden Aufbau wirklich gutes Ergebnis daraus. Die Batterie hat nachgemessen mit Multimeter, ähm, hat die 13,3 Volt angezeigt, wird jetzt 13,14 Volt. Natürlich ist es nicht hundertprozentig exakt, exakt, die gemessene Spannung. Aber hey, es ist ein extrem guter Anhaltspunkt auf welchem Stand eure äh, Versorgerbatterie ist, ja? ich finde das ganz klasse und äh, die paar äh, 0, noch was Volt, äh, darauf kommt es hier in dem Fall tatsächlich nicht an, es ist wirklich genau genug, das ist genau wie bei dem BME, natürlich ist der Temperatursensor äh, keine High-End-Lösung, äh, ja? aber was, man muss ja immer überlegen, was wollen wir denn, ja, Natürlich, es, ist, es sind immer Ungenauigkeiten, ja, von vielleicht beim BME so zwischen 3 und 4 Prozent. Ja, aber ja, es ist ein Anhaltspunkt und es ist für viele Zwecke schlichtweg einfach ausreichend. Ja, und dass natürlich die Temperatur auch äh, äh, so ein bisschen als Referenz genommen wird für die anderen zwei äh, äh, Daten wie Luftdruck und Luft, ist, ist auch klar. Ne? Aber ich finde es gut, man hat einen Anhaltspunkt, man weiß ungefähr, was Sache ist. Ja? Und das ausreichend genau. Ja? Genauso wie mit der Batteriespannung. Und ja, ganz kla äh, klasse Sache. Jetzt muss ich euch das natürlich noch alles mal zeigen äh, auf der PC-Kamera, in der Software, bei Versus Studio Code, wo man das einstellt. Auch die Differenz der ähm, Widerstände. Äh, ne? Wie gesagt, voreingespeichert sind 100K, 27K, aber wie gesagt, das differenziert ja auch äh, ein bisschen. Die haben ja auch ein bisschen Abweichung. Ne? Ja, gut, dann äh, wollen wir gar nicht mehr lange rummachen, sondern schalten jetzt direkt auf die PC-Kamera. Ja, so hier sind wir auf meiner PC-Kamera und hier sind wir auf der Homepage von Ricardo, auf der GitHub-Page von der iGate Software und äh, ja, da gucken wir uns das mal an und zwar, wir gehen mal bei IGATE-Konfiguration hin und hier wollen wir mal äh, diese Station-Modes äh, betrachten, was ja auch so, dass die Besonderheit noch unter anderem ist an seinem IGATE. Station-Mode, den man ja in äh, Versal Studio Code äh, dann später konfiguriert. Hier sind die jeweiligen Nummern 1 bis 6, wobei äh, Station-Mode 6 noch nicht existiert, da soll aber noch irgendwas kommen. Im Momentan Station Mode 1 bis 5 kann man dementsprechend einstellen. Da haben wir einmal Station Mode Nummer 1, das ist RX Only, das ist ein reines IGATE, zum Beispiel auch geeignet für Nicht-Lizenzinhaber, Nicht-Amateurfunk-Lizenzinhaber. Die würden dann Station Mode 1 einstellen, weil das ist wirklich nur reines Hören und Weiterleiten ins Internet. Dann haben wir Station Mode 2, das ist ein RX und TX iGate, also auch ein sendefähiges iGate. Das sendefähige iGate ist mit einer roten Raute mit einem weißen L drin, gekennzeichnet dann auf der Karte, zum Beispiel bei aps Wobei ich sagen muss, wenn man den BME280 in der Software aktiviert, ist das dann auch keine rote Raute mehr, sondern auch ein. Blauer Kreis mit einem weißen L drin. Also immer wenn der BME aktiviert ist, zeigt es das so an. Ja, der RXTX geht das habe ich euch ja bereits bei dem ersten Teil von dem Tracker gezeigt. Da ist es natürlich möglich, zum Beispiel einen Wetterreport anzufordern. In, äh, habe ich euch ja gezeigt im ersten Teil der Tracker. Das bedeutet, dass das geht auch Sendefähigkeit, Sendefähigkeit besitzt. Und zwar ist es ja so, der Wetterreport wird angefordert, das empfängt erstmal nur ein iGate, leitet diese Anforderung weiter und von dem Wetterserver von Ricardo wird dann der Wetterreport wieder zurück zu meinem iGate geleitet und ähm, der, der, dieses iGate sendet das dann jeweils aus. Das heißt, ein TX-iGate ist natürlich nur für Ham-Only, das schreibt er hier auch. Ne? Also nur für Amateurfunk, ja? die, wo eine Amateurfunklizenz haben. Genauso ist es bei Station-Mode 3. Denn dort kann man das iGate zu einem, Digi, äh, Digi, äh, einem Digi-Peter machen, also zu einem Digi-Simplex. Das heißt, empfangen und senden auf der gleichen Frequenz. Auch da natürlich braucht man die Sendelizenz. Und da muss man noch dazu sagen, sowohl Station Mode 3 ist ja ein DigiPeter, genauso wie Station Mode 4, bloß dass da ähm, mit zwei verschiedenen Frequenzen gearbeitet wird. Eine Frequenz, die empfängt und äh, auf einer anderen wird ausgesendet. Aber beides sind selbst arbeitende Stationen, wofür man natürlich in Deutschland auch nochmal eine extra Anmeldung und Genehmigung braucht. Das nur mal so, um das zu beachten. Ne? Ja, und dann haben wir noch den Station Mode 5. Der Station Mode 5, der ist auch sehr interessant. Es ist im Grunde, der Station Mode 5 ist im Grunde ein iGate, der wie der Station Mode 2 funktioniert, also ein TX-fähiges iGate. Was aber, wenn die Internetverbindung Verloren geht, automatisch zum Digi-Peter wird. Ja? Also es wird automatisch zum Digi werden. Sobald die Internetverbindung aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel einem Stromausfall und der Router geht nicht mehr, wird das iGate automatisch zum Digi. Ja? Und zwar äh, ein Digi nach Station Mode 3 Beschreibung. Ja? Auch ganz interessant, das ist so eine Notfallgeschichte. Das heißt, im Grunde hat man ein normales iGate. Und äh, im Notfall sollte die Internetverbindung gekappt werden, wie gesagt, Stromausfall wie auch immer, wird es automatisch zum Digi, ja? zu einer selbst arbeitenden Station, die dann dementsprechend die Positionsdaten oder was auch immer oder die Messages dementsprechend dann äh, weiterleitet. Bis irgendwann zu einem nächsten iGate, wo dann wieder Internetverbindung hat. Also ganz interessant, diese Station Modes. Guckt euch das an, lest euch das mal genau durch. Das ist wirklich super gemacht, wie ich das finde. Ja, das war wirklich schon wirklich sehr interessant hier, weil das habe ich so auch noch nirgends bei irgendeiner anderen iGate Software gesehen. Dann hat man natürlich hier die Möglichkeit, den BME 280 zu installieren. Leider hat er hier noch nicht ähm, eine Wiki geschrieben zu der Installation der Batterie, der externen Batterieüberwachung, aber das zeige ich euch jetzt einfach mal, wie das geht. Und ansonsten, hier hat er wieder zwei Spendenlinks, entweder über GitHub oder Payball, wenn ihr äh, seine Software nutzt und er stellt die ja kostenlos zur Verfügung und macht ja ständig Updates. Und ich weiß, dass hier auch noch eine Erweiterung auf eine WX-Station kommen soll. Das heißt mit noch mehr Wettersensoren. Wir reden hier von Wind, Wind also Windstärke, Windrichtung, Regen und, und, und. Äh, wer weiß, was sonst noch so kommt. Also es wird ständig weiterentwickelt und ähm, erweitert. Das heißt, ihr habt dann irgendwann nicht nur ein I-Gate mit verschiedenen Modes. Äh, beziehungsweise ihr habt dann vielleicht noch einen Mode mehr, dann vielleicht einen WX-Mode, weil noch mehr Sensoren dazugekommen sind und, und, und. Also bleibt da mal dran, es wird da garantiert bald ein großes Update geben. Genauso wie übrigens eine Web-Oberfläche entstehen soll. Ja, das heißt, dass man alle weitere Konfigurationen dann über eine Web-Oberfläche äh, machen kann, ohne versus Studio Code zu bemühen. Des Weiteren gibt es auch noch die Möglichkeit eines OTA-Updates. Und zwar, wenn ihr die IP-Adresse des IGates bei euch im Router heraussucht und oben in die Browserleiste eingebt, erscheint dann hier dieses Bild. Hi, äh, dann dementsprechend das Call, was ihr eingegeben habt. Ähm, hier Update für Firmware. Da müsst ihr einfach nur hier diese Adresse, diese HTTP, das ist im Grunde genau dieselbe, nur mit Update dahinter. Link in einem neuen Tab öffnen. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, ein OTA-Update zu machen ohne dass ihr das Board nochmal irgendwie demontieren müsst. Es gibt ja zum Beispiel Leute, die haben das direkt an der Antenne irgendwo und es ist schon kompliziert, das dann immer wieder für ein Update abzunehmen. So ist die Möglichkeit eines OTA-Updates. Hier werden BIN-Files geflasht, die man natürlich erst mit der Software, äh, mit, dem, mit dem Code ähm, erzeugen muss im Versus Studio Code, um hier eine BIN-Datei hochzuladen. Aber dann kann man sowohl Firmware als auch Filesystem hier einfach ganz bequem vom PC aus auf das Board laden. Auch, also auch eine ganz tolle Sache, wie ich es finde. Und jetzt gucken wir uns das nochmal in Versus Studio Code an. Unter Data haben wir hier die Konfigurationsdatei, die iGate Konfigurationsdatei, wo man dann hier oben natürlich sein Call sein erstmal eingeben muss. Dann äh, haben wir hier natürlich den Station Mode. Da müsst ihr einfach von 1 bis 5 diesen Station Mode wählen, den ihr gerne hättet. Ähm, wie gesagt, für Nicht-Lizenzinhaber immer nur Station Mode 1. So, dann haben wir, können wir hier einen Comment natürlich, also einen, einen Begleitsatz dann noch eingeben, wo dann erscheint ähm, bei eurer Station auf der Karte. Dann haben wir hier die Möglichkeit 2. Ähm, Assess Points festzulegen. Ja? Wenn ihr zum Beispiel einmal eure heimische Wi-Fi-SSID äh, WiFi WiFi und Passwort oder dann halt noch eine, wenn ihr zum Beispiel irgendwo im Urlaub seid, wie auch immer, oder habt noch einen zweiten QTH. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch erweitern. Ähm, ich habe das schon bis zu vier, ähm, vier Wi-Fi-Anmeldeadressen hier eingegeben. Dann haben wir hier den Digi, den ihr konfigurieren könnt. Ach ja, übrigens natürlich noch eure Positionsdaten müsst ihr natürlich hier noch eingeben. Gell? Eure festen Positionsdaten hier oben noch. Dasselbe hier beim Digi. Wenn ihr das als Digi Repeater ähm, einstellt, dann haben wir hier APRSIS äh, APR ähm, Server und Passcode. Den Passcode könnt ihr dann... Ähm, Könnt ihr online generieren lassen. Die, die Webseite setze ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Ähm, müsst ihr einfach nur euer Rufzeichen eingeben und dann erscheint eine Passcode-Nummer, die tippt ihr dann hier ein. Den Server könnt ihr natürlich auch hier wechseln. Ich habe jetzt den bei mir auf Euro, auf den Euro aps2.net Server gewechselt. Aber ihr könnt es natürlich auch so lassen. Dann hier die LoRa-Einstellung könnt ihr eigentlich auch so lassen. Die Display-Einstellungen, die sind vielleicht interessant, wenn ihr tatsächlich dann das iGate oder den Digi Off Grid betreibt, also ohne feste Stromanbindung, um einfach Strom zu sparen, weil standardmäßig steht das Display auf Always On, also ständig an. Das könnt ihr hier ändern und dass das Display dementsprechend ein Timeout hat. Syslog Server könnt ihr hier einrichten. <laughs> ein BME 280 anschließen, das, was ich ja gemacht habe, was ich euch vorhin gezeigt habe, den könnt ihr hier auch aktivieren, muss halt alles auf True gesetzt werden, ja, hier oben True, ne, müsst ihr dann hier anstatt, ne, müsst ihr hier eingeben, dann habt ihr noch die Möglichkeit, äh, eure OTA-Seite zu sichern mit Username und Passwort, das könnt ihr hier auch vergeben, müsst ihr aber nicht, ja, das, was ich euch gerade gezeigt habe, zum Updaten. Dann haben wir hier den ähm, Beacon-Intervall. Den könnt ihr so lassen oder auch ändern nach euren ähm, Gutwollen, wie ihr das gerne hättet. Dann haben wir hier Send Battery Voltage. Das ist für diese externe äh, Batteriespannungsmessung. Das müsst ihr auch auf True setzen. Und ihr müsst, äh, damit es dann praktisch auch übertragen wird, diese Daten. Und hier könnt ihr den Pin dann dementsprechend aktivieren. Das ist der Pin 34, wie ich euch vorhin schon gesagt habe. Den dann auch auf True setzen. Und dann sind wir eigentlich mit der groben Konfiguration auch schon soweit durch. Dann geht es weiter, weil, wenn ihr diese externe Batterie angeschlossen habt, habe ich euch ja vorhin erzählt, und ihr habt eure Widerstände gemessen und sie sind nicht ganz so hundertprozentig nach Angaben. Könnt ihr das natürlich hier auch dann, um eine höhere Messgenauigkeit zu erlangen, könnt ihr das äh, hier äh, auch noch ändern. Und zwar hier, Moment, wo sind wir? Battery, da. Da. Und zwar unter SRC gibt es hier diesen CPP-Datei, Battery. Dort sind die Widerstände eingetragen. Hier einmal 100 Kiloohm und 27 Kiloohm. Wenn ihr jetzt 26,8 habt, ja, bei dem 27 Kiloohm Widerstand, das ist manchmal so, könnt ihr das hier eingeben. Genauso wie bei dem 100 Kiloohm, wenn es 100,4 oder 100,5 sind, könnt ihr das da auch eingeben. Habt ihr eine höhere Messgenauigkeit. Ganz tolle Sache, prima das ganze ladet ihr natürlich wieder hoch hier mit dem pfeil nach unten, hier diesen unteren pfeil äh, nach rechts. steht auch da plattform.io upload. habe ich euch ja beim, das ist dasselbe wie beim tracker. Ähm, dort könnt ihr dann die config hochladen mit allem anderen. aber auch hier müsst ihr dann auf diesen ameisenkopf, wenn ihr das gemacht habt, dann noch auf diesen ameisenkopf gehen und müsst hier bei TDGO LoRa 32 müsst ihr hier das Upload-Fallsystem-Image ebenfalls noch hochladen. Da müsst ihr hier auch nochmal draufklicken. Selbe Prozedur wie auch beim Tracker. Und dann funktioniert das Ganze schon. Eine ganz, ganz interessante Sache, vor allen Dingen wie gesagt, mit dieser externen Batteriemessung, gefällt mir sehr gut. Gerade so für Off-Grid-Geschichten, da kann man schon mal so ein kleines Projekt starten dann. Ne? hat man einen schönen Überblick. Ich habe euch ja gezeigt auch, wie das dann ausschaut. Wirklich toll. Ja, und das war's schon. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Alles andere sollte eigentlich klar sein. Das ist ja auch nicht, sage ich mal, jetzt äh, was ganz Kompliziertes. Das haben wir auch schon ein paar Mal hier auf meinem Kanal ja durchgemacht. Und äh, wie gesagt, vergesst nicht hier den Station Mode einzugeben. Ja, äh, was ihr da am liebsten habt, wie gesagt, Station Mode 2 ist dieses äh, TX-fähige IGate. Was ihr alle, wobei man sagen muss, dieses, diesen TX, also diese Aussendung müsst ihr manuell auslösen natürlich, ne? durch zum Beispiel Anforderungen eines Wetterreports beispielsweise. Rufzeichen ganz klar, Passcode und dann halt hier je nachdem, was ihr alles dran installieren wollt. Könnt ihr hier konfigurieren und einfach hier mit dem Pfeilchen hochladen, ist wirklich keine große Sache. Ja, OTA-Update ist vorhanden. Ja, was will man mehr? Ich bin gespannt äh, auf diese WX-Sensoren. Wie gesagt, ich stehe ja so ein bisschen in Kontakt und ich habe Ihnen so ein paar kleine Vorschläge gegeben, was doch ganz angebracht wäre ähm, äh, für eine gute, vollwertige Wetterstation, äh, die auch gleichzeitig das IGate ist. Das ja, bietet sich ja an. Und es soll natürlich auch alles gut funktionieren. Deswegen hier feine Sache. Und wenn es euch gefallen hat, dann wirklich lasst so einen kleinen, lasst doch so einen kleinen Betrag mal bei Ricardo auf dem Paypal-Konto äh, drauf fließen. Ich glaube, da freut er sich auch und äh, motiviert auch. Wie gesagt, ich habe ihm ja auch schon mal was überwiesen äh, per Paypal, weil äh, das ist einfach ein, ein großer Motivationsschritt, ne? <laughs> wo man da auslösen kann. Ja. Das soll es auch schon gewesen sein ähm, äh, zum Thema IGATE von Ricardo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Über ein Abonnement sowieso. Ja? Das kostet euch ja gar nichts. Ja? Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn da wird garantiert noch einiges kommen. Ja? Äh, wenn ich so sehe, was er vorhat, ist, wird es noch ein ganz spannendes Thema und äh, auch sehr umfangreich. Deswegen vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, zu abonnieren, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Dann macht's mal gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.